Nochmal zurück zum Derby. Wir befinden uns noch in der HTG Arena, Gemeindederby, TuS 08 Langerwehe. Hier zu Gast bei Venau, ein Spiel mit 90 Minuten, brisant, nicht so wie in den letzten Jahren, aber am Ende deutlich mit nur 1:0, aber verdient gewonnen. Boah, also nicht unverdient, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie Venau klar an die Wand gespielt haben. Das ist auf keinen Fall so. Also für mich ein absolut ausgeglichenes Spiel. Und ich habe den Jungs in der Halbzeit schon gesagt, egal wer, einer gewinnt hier 1:0. Weil das man sah es, es war zerfahren, es war kein Spielfluss, es war echt viel Kampf. Zweite Halbzeit, finde ich, waren wir besser drin. Ja, das ist so. Deshalb ist es nicht unverdient. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass heute eine Mannschaft besser war. Aber so vom Kampfgeist, wie wir uns hier reingeworfen haben und dann einfach mit Marco als, ja, es ist eben unser Mentalitätsmonster. Es ist so und das, ich habe auch noch gesagt, es wird eine Standard, die es entscheidet. Und es ist die Standard und wir gewinnen 1:0. Zur Halbzeit 0:0, hin und wieder schon mal nadelstich gesehen in der ersten Halbzeit, aber nichts so hundertprozentiges, ne? Von beiden Seiten. Ne? Ist einfach, hängt wahrscheinlich mit dem Derby zusammen. Ja, ich sag ja, das war ja kein Spielfluss drin. Ich glaube, beide Mannschaften können viel besser Fußball spielen eigentlich. Aber beide haben dann auch gut gegen den Ball gearbeitet und deshalb, ich kann mich auch in der ersten Halbzeit jetzt an keine riesen Torschance erinnern. Weder von Venau noch von uns. Und deshalb war es eigentlich klar, dass wir mit 0:0 dann mal in die Halbzeit gehen. Ja, ja, Halbzeit, Kabine, Gespräch. Man hörte hin und wieder schon was eben vom Torschützen. Der Trainer hatte schon eine klare Devise ausgegeben. Ja, nee, ich habe einfach, wie immer, wir gehen in die Halbzeit. Ich spreche an, was besser werden muss, wo wir vielleicht Probleme hatten, wo wir Chancen haben, besser zu spielen. Und habe eben in der Kabine gesagt, Jungs, egal wer, einer gewinnt heute 1:0. Und ich will, dass wir das sind, weil wir es wollen. Und so war es. Aber die ersten drei Spiele immer in der Nachspielzeit bzw. kurz vor Ende die Tore gemacht. Heute sah es ganz anders aus, nach 62 Minuten. Ja, gut. Also im Endeffekt hat es ja eine ähnliche Brisanz, weil da musst du das Ergebnis noch 30 Minuten durchkriegen. Und da haben wir natürlich auch alles reingeworfen. Haben ja, glaube ich, 10 Minuten fast mal nachher in Unterzahl gespielt und wirklich alles reingeworfen. Deshalb. Die Torschützen von letzte Woche eingewechselt. Ja, Nick kam rein, hat heute leider keinen gemacht, aber es war auch nicht mehr seine Aufgabe, weil als er reinkam, waren wir fast in Unterzahl nur noch und seine Aufgabe war, gegen den Ball zu arbeiten. Das hat er wie alle anderen super gemacht und deshalb können wir heute zufrieden sein. Ja, was heißt, wir sind überglücklich, nicht nur zufrieden. Wir haben seit, ich glaube, wie ich so höre, noch nie gegen Venau gewonnen, Langerwehe. Und das ist natürlich ein Highlight, dass es heute so ist und macht uns richtig happy und super, schön. Heute wird ein bisschen gefeiert, kann man verstehen, aber nächste Woche geht es schon weiter. Also man muss jetzt schnell den Hebel umstellen. Ja, aber ich glaube, das geht ja nach so einem Spiel gut. Also wir sind jetzt selbstbewusst, nicht überheblich, aber selbstbewusst. Wir sind gut drauf und haben nächste Woche ein Heimspiel, was wir gewinnen wollen. Und ab Dienstag ist super Stimmung im Training. Und wenn die nicht ausgelassen ist, sondern konzentriert, dann ist so eine positive Stimmung super und da mache ich mir keine Sorgen. Wir hatten letzte Woche gesprochen, Zielsetzungen und Sie hatten ja gesagt, das erreichen, was wir im letzten Jahr, aber eben konnte man schon ganz andere Dinge hören. Von wem? Vom Torschützen. Ja, okay, aber bei mir bleibt es, wie ich es gesagt habe, wir reden nicht und sagen, wir wollen aufsteigen. Wir wollen schön spielen, wir wollen Spaß haben, wir wollen auch jedes Wochenende gewinnen, aber wir haben keinen Druck hoch zu müssen und wir spielen einfach, wir geben Gas und wir gucken, wo wir nachher stehen, aber es ist nicht die Devise. Wenn der Marco das so sieht, ist das auch gut. Die Jungs sollen auch ehrgeizig sein, aber das haben wir nicht ausgerufen, wie manch andere Vereine in unserer Liga. Vielen Dank, Tim Krumpens, zum Interview. Der Trainer von Venau hat sich leider nicht zur Verfügung gestellt. Kein Kommentar, wir haben nicht am Mikrofon bekommen. Ist natürlich auch nicht die sportliche Fairness, aber was soll's. Wir sind hier gewesen, vielen Dank und alles Gute für die nächsten Spiele. Ja, danke, gerne schön.